Widerstand ist zwecklos. Hallo zusammen, in diesem Film zeige ich euch meine erste Modelleisenbahnanlage in Spur N. Diese Anlage besteht aus zwei Modulen mit einer Grundfläche von 1,86 m x 88 cm. Die Gleise verlaufen über drei Ebenen. Die Anlage hat einen fünfgleisigen Schattenbahnhof, einen dreigleisigen Kleinstadtbahnhof mit Rangiergleisen. Und das Thema war Kleinstadtbahnhof mit drei Gleisen und das Ganze in ländlicher Umgebung. Hier hat man mal einen Überblick über die Anlage. Das hier ist mein selbstgebautes Stellpult. Man sieht oben links die beiden Fahrtravos. Auf der rechten Seite sind die Gleispläne, Schattenbahnhof und der Kleinstadtbahnhof. Und die Schalter auf der linken Seite unten sind dann für Licht und für den Dampfgenerator und für die Automatiksteuerung. Wenn die Anlage eingeschaltet wird, sind als erstes alle Signale auf Rot geschaltet. Dann seht ihr jetzt das Fahren der Züge ohne Automatikbetrieb. Die Personenzüge stoppen im Bahnhof und werden nach der Einstellung des Aufenthaltsschalters wieder auf die Reise geschickt. Ein Zug braucht für eine Runde um die ganze Anlage ca. 1 Minute 10 Sekunden. Der Bahnübergang, den man unten rechts im Bild sieht, wird über Riedkontakte ein- und ausgeschaltet. Dann lasse ich als nächstes die Züge im Automatikbetrieb fahren. Dazu werden die Schalter mit der Bezeichnung A und B eingeschaltet. Man kann allerdings auch den Automatikbetrieb nur für eine Richtung einschalten, A oder B. Hier sieht man jetzt, dass der Güterzug im Bahnhof durchfährt. Im Gegensatz zu den Personenzügen, die im Bahnhof angehalten werden. Oben im Bild sieht man jetzt einen Sonderzug ins Gleis 1 fahren. Und unten kommt eine Diesellok mit drei Silberlingwagen. Und beide Züge stoppen jetzt im Bahnhof und fahren dann weiter, je nachdem, wie man den Aufenthaltsschalter eingestellt hat. Und so sieht das Ganze mit Beleuchtung aus.
Hier rechts im Bild sieht man das brennende Haus. Hier sieht man nochmal das Stellpult während des Automatikbetriebs. Die roten LEDs, die man im Gleisbild oben sieht, zeigen die besetzten Gleise an. Und hier folgen jetzt noch ein paar Detailfotos. Man sieht hier auf dem ersten Bild die Bahnhofsgleise und die Bahnsteige. Dann haben wir hier das Stellwerk, daneben die zwei Dampfloks. Da sind Museumsloks. Man sieht im Hintergrund die Leute stehen, die die Dampfloks besichtigen. Dann haben wir hier die Abstellgleise, Rangiergleise. Hier wird das Holz verladen. Das brennende Haus mit Feuerwehr, Notarzt und den Ansatz vom Wochenmarkt. Hier seht ihr nochmal den Marktplatz von vorne. Eine Besonderheit gibt es da. Und zwar ist das die Statue. Die grüne Statue, die da steht, ist im Maßstab 1:87. Und so kann man schön den Größenunterschied sehen zwischen 1:160 und 1:87. Hier im nächsten Bild sieht man den Bahnübergang. Hier ist nochmal eine Übersicht über die Anlage mit Blick zum Gebirge und zu dem Wasserfall. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.